Sekundarschülerin vom Königin-Olga-Stift-Gymnasium. Und wir zeigen euch heute, wie man die Corona-Selbsttests durchführt. Als erstes desinfizieren wir unsere Hände. Wir verwenden einen nasalen Test der Marke Roche. Für den Test brauchen wir einen Tupfer, eine Testkassette, das Röhrchen mit der Pufferlösung und eine dazu passende Spenderkappe. Um zu starten, öffnen wir die Packung, holen die Testkassette heraus und legen sie auf dem Tisch ab. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man feststellen kann, ob der Test verwendbar ist. Zum einen steht das Haltbarkeitsdatum auf der Packung. Dieses darf nicht überschritten sein. Zum anderen liegt der Testkassette ein kleines Tütchen bei. Wenn die darin enthaltenen Kügelchen gelblich gefärbt sind, dann kann man den Test benutzen. Sollten die Kügelchen grün sein, muss der Test entsorgt und ein neuer genommen werden. Um den Abstrich zu entnehmen, öffnen wir den Tupfer an der oberen Seite und entnehmen das Stäbchen. Für den Abstrich führen wir das Stäbchen ca. 2 cm in die Nase ein, bis wir einen leichten Widerstand spüren und üben einen leichten Druck zur Nasenwand, also zur Mitte, aus. Dann drehen wir das Stäbchen 5-mal und wiederholen dies im zweiten Nasenloch. Wenn wir den Abstrich durchgeführt haben, geben wir den Tupfer in das Röhrchen und rühren ihn mehrmals um. Wir ziehen den Tupfer dann etwas aus dem Röhrchen hoch und drücken an der Stelle des Tupferkopfs das Röhrchen etwas zusammen, um die Flüssigkeit aus diesem rauszudrücken. Anschließend entnehmen wir den Tupfer aus dem Röhrchen und entsorgen ihn direkt. Dann verschließen wir das Röhrchen mit der Spenderkappe und träufeln 3 bis 4 Tropfen auf den Teststreifen in die Probevertiefung. Die Testkassette nicht bewegen, bis das Testergebnis nach ca. 15 bis 30 Minuten ablesbar ist. Nach 30 Minuten sollte das Ergebnis nicht mehr abgelesen werden. Ist nach 15 bis 30 Minuten nur ein Strich bei C zu sehen, ist das Ergebnis negativ. Sind 2 Striche bei C und T zu sehen, ist das Ergebnis als positiv zu werten, selbst wenn der Strich nur schwach ist. Ist nur ein Streifen bei T zu sehen oder der Test komplett blanko, ist der Test ungültig und muss wiederholt werden. Zum Schluss noch den Tisch reinigen oder desinfizieren, gegebenenfalls den Raum lüften.